das erstmal über die Stadt So. regelt, das Unternehmen. Also schwierig zu handeln mit den Einnahmen und Ausgaben. Nee, das ist keine gute Idee. Aber Moment, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ich muss gerade mal überlegen. Ach, Ich hätte ganz was Volker, du bist doch hier Bank, habe ich gehört. Ich bin nicht Bank. Kreditvergabe macht, läuft über den Herrn Neumann. Ach komm, du Moment. kannst doch mal ein bisschen rüberschieben hier, so von deinem Konto. Herr Was, Zimmermann? ja? Ja? Ich wollte gerade was anderes gucken. Ach so. Der Bürgermeister oder wer das ist? Haben wir einen Bürgermeister? Ein Gemeinderat, das bin ich. Oh, Aber wir haben oh. Gemeinderat. Ach, das auch noch. Jürgen, ich hätte auch noch einen Auftrag für dich. Alles klar. Nicht abschleppen, bitte nicht. Guck, dafür sind wir ja da. Nee, nee, das wäre was anderes. Was Aber da denn? müssten wir nochmal vor Ort fahren dann. Also, ich sag mal so, Keine Reparatur. nein, was musst was bauen? Ah, Du okay. musst ja Ja, ich könnte Verschalung machen vorstellen. und alles. Ich bräuchte da noch sowas. Oder ich löse das Ah. anders. Also, Nein. was? Du rufst nicht wieder die Polen. Nein, schon über dich. Aber du sagst, du hast fünf Fahrzeuge da stehen, ja? Dann lass die doch mal von den zwei reparieren, dann verdienen sie schon mal ein bisschen Geld. Das ist eine gute Idee, Und Jungs. verdienen sie Herr schon mal ein Reisig, bisschen Herr Reisig. Geld. Und dann, Ja. wenn es soweit ist, fragst du den Neumann nochmal nach dem Kredit. Wenn es dann nur noch 20, 30.000 sind, dann ist das ja kein Thema für dich. Hast es ja gleich wieder verdient. Klar. Vielleicht. Ja. Also, Herr Reisex, ich sag's mal so, ich habe einen Kfz-Meister. Ja, Ich könnt hab's ihr nur denn gelernt. Schrauben hier an Ja, ich habe Autos? einen Ach. Kfz-Meister. Ich hab 18 Jahre auf dem Dorf gelebt. Sollte nicht das Problem sein. Ja, tipptopp. Erfahrung macht das Leben. Ja, eben. Reisex, des Weiteren hätte ich noch ein Angebot für Sie. Und zwar würde ich nur noch den Herrn Peter reden, dass wenn Bürger der Stadt hier, also im Felderland, Fahrzeuge bestellen, dass wir diese ausliefern. Also in Spedition sozusagen, also Abschlepp und Transport. Auslieferung. Genau, Ich so denke, wie auch noch das ist Transport gut. außen. Da wird dann der Hans-Peter bestimmt auch glücklich sein. Ja, können wir Eben. machen. Okay, gut. Heißt, dann würde Ach, ich jetzt einfach Moment, Telefon. mit dem Hans-Peter reden wollen. Ja. Dein Lieblings. Holger Varuna, hallo? Nee, Ray6. Ah, Mist. Warte, ich gebe dich weiter. Jo, Jürgen, also das ist irgendwie für machen dich. möchte und dann Da bin geh ich gleich mal. wieder da, ne? Oh. So, Ja, Jürgen Herr ist am Varuna, ich Telefon. bin einmal kurz. Ist dann beim Herrn Peter, ne? Ja, Herr Zimmermann, ich komme mal mit, weil Nee, ja. halt, stopp. Der Ja, Richter ist Herr Zimmermann. jetzt verbucht. Ach ja, genau. Ja, Tschüss. Stimmt. Der Richter darf mal einsteigen. Albert? Jo. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir mit dir machen. Herr Peter? Ja, warum? Opa? Wenn du nichts hast, Könnten kommen, Sie ne? einmal kurz kommen? Und da, Herr am Opa? besten. Ja. Ja. Haben Sie mal Sicherheit kurz, zwischen Jürgen? im Dorf Ja. rum. Jo, kannst du ja auch machen. Da frage ich mal, ob hier und da was ist. Hm. Im Jo. Moment habe ich ja noch nichts weiter. Herr Ach, Opa? hier, Ja, Herr ich habe Volker. Zeit. Gehen wir Ja. mal weg. Ja, gehen Darf wir ich dich mal. duzen eigentlich oder muss ich Herr Nee, du. Varuna? Klar, passt schon. Das ist klar. Ich wollte gerade, weil keiner zuhört. Irgendwann, wenn Ihnen das mal so, wenn Sie mal dran denken würden, ich würde mir auch gerne ein bisschen selbstständig machen, wenn es möglich ist, ne? Irgendwann, wenn es geht, ne? Wenn Sie mal Platz haben. Jo, ich würde Ihnen jetzt vorschlagen. Da bräuchte ich ja auch einen kleinen Kredit. Ich Ja, ich würde jetzt gerade brauche. sowieso sagen, wir notieren einfach mal. Was denkst du denn, wie viel hast du denn jetzt verdient durch das Ansehen? Keine Ahnung, das überlasse ich Ihnen wieder. Nee, du musst dir halt nur. Was hältst du von 3.500? Jo, das hört sich gut an. Dann In schreibst du Ordnung. dir das auf und wenn es soweit ist, dann treibst du das ein. Dann kriegst du das Geld, wenn du das für dein Unternehmen brauchst, dann überweise ich dir das. Noch habe ich ja nichts. Das liegt ja, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich kann das hier und da, da hätte ich einen Vorschlag oder sowas, ne? Dann ist es ja kein Thema. Also hier die Gegend. Ja. Nee, Kennt sich ja nur besser aus. warte mal, ich notiere mir das gerade mal. Ich brauche. Den Bauhof, den Muss muss ich mal. ja dann. Da müsste ja dann so ein Kredit sein, dass ich auch einen Bauhof bezahlen kann, ne? Ja, je nachdem. Aber ich schreibe schon mal auf, Albert 3.500. Ja, das, also wenn du Geld brauchst, dann ruf's einfach an, dann überweise ich dir das. Dann Also. regeln wir das so. Ja. Gut, ich muss jetzt mit dem Herr Richter mal los, Fahrschule. Gut, alles klar. Dann gucke ich mal hier.
Jo. So, oh Gott, was wollen die denn jetzt? Hallo. Hallo. Ich habe gerade mit dem Herrn Pet einmal geredet. Ist das Liefer, quasi der Zweig der Lieferung der Maschinen würde für ihn nicht in Frage kommen, weil es eh alle selber abholen. Von daher, Moment, ihr müsst viel weiter denken, Leute. Dann bietet's doch einfach öffentlich an. Ja. Und ich hatte vielleicht auch die inseriert das einfach mal hier Maschinentransport und weiß was ich was. Ihr müsst den Markt, die Marktlücken suchen. Ja. Und was ich mir vielleicht auch überlegt habe, vielleicht quasi, dass man dann pro Monat 100 Euro bezahlt zum Beispiel und dann dafür das Abschleppen immer umsonst hat für die Leute, die dabei sind. Ja, genau, also seien sie kreativ, was die Unternehmensbildung angeht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde natürlich die Prämie bei jemandem, der häufigen Unfall baut, auf 500 oder so monatlich setzen. Moin! Moin. Ist ja sportlich unterwegs, halt deshalb. Ja, immer sportlich halten, ne? Ja, also, gucken Sie da. So, ich würde jetzt aber, mein Terminplaner ist voll, ich muss den Herrn Richter entführen. Okay, ich wollte gerade sagen, Herr Richter, rufst du mich gleich nochmal an? Jo, okay, ich rufe dich da schon mal an. Okay, ja, ich fahr mal zu dir runter, ne? Genau. So, springen Sie gerade mal rein, genau. Also, Sie sind schon mal in so einem Gerät gesessen? Ja, klar, ich bin auch schon mal auf Privatgrundstück, darf ich ja auf Traktoren fahren. Jo, da unten haben wir Zündschloss, Schlüssel rein, umdrehen. Ja. So. Bei der großen Maschine achten Sie bitte immer drauf, dass Sie ausreichend die Umsicht kontrollieren, nicht dass Sie irgendwo gegenfahren. Ja. Kennt ich ja vom LKW fahren. Gut. So. Ich würde einfach mal ein paar Meter fahren, damit Sie die Maschine ein bisschen kennenlernen. Ja. Den Blinker kennen Sie ja. Ja. Den Lenkstockschalter. Hier rechts haben Sie noch so einen Joystick. Ja. Hier Blinker haben wir auch natürlich an Bord. Ist links frei. Ja. Und einen kleinen Traktorführerschein haben sie ja, gell? Ja. Okay. Ja, hier rechts den Joystick können sie natürlich benutzen, wenn sie irgendwas an der Fronthydraulik oder so haben. Ja, der hat aber keinen. Das Gefährt hat keine Fronthydraulik. Ja. Moment, muss ich nachgucken. Sie haben recht, Herr Schneider. Herr. Au, oh, da fährt das Sani gerade hin. Oh, was hat der denn da? Ach, der hat ihn nicht mal zugeklappt, ey. Naja, zum Glück ist heute keine Polizei da. Ne, Herr Richter? Ja. Aber Herr Wunder, wir können doch duzen kommen hier. Ja, noch sind Sie Polizist. Ja, gut, aber. Kündigung ist soweit schon fertig. Ja? Ja. Okay. Das ist schlecht, dann regiert bald die Gesetzlosigkeit in Grünfeld. Warum? Der Stromberger ist noch da. Ja, aber der ist ja mehr auf Fortbildung wie sonst was. Der ist nicht auf Fortbildung. Ist der heute da? Nö, der nimmt sich immer frei. Oh, da steht auch noch ein Auto rum. Ja, das war eigentlich noch zum Absteppen im Auftrag. Okay. Ist das normal, dass sie noch den Blinker anhaben? Ja, ja, das war Absicht. Ich wollte gucken, ob sie aufmerksam sind. Sie müssen immer denn das Fahrzeug im Blick haben. Ja, wie gesagt, also rechts könnten sie theoretisch mit dem Joystick auch Gas geben und alles Mögliche machen. Was haben wir da noch? Ich bin schon lange nicht mehr in dem Teil gesessen, verstehen Sie hoffentlich. Ja. Bin eigentlich eher John Deere-Fahrer. Aber ich nutze jetzt mal die Gunst der Stunde, auch mal wieder so einen riesen Teil zu fahren. Wollen Sie sich bestimmt doch auch irgendwann mal kaufen, so etwas Größeres? Nee, so ein Ding hier nicht. Wenn, dann hole ich mir ein 8R. Okay. Sind Sie so ein John Deere-Fan? Ah, zumindest kein Fan. Ich bin ein Deutsch-Fan. Das muss jetzt auch nicht sein, aber John Deere ist halt schön von den Farben her. Ja. Aber wenn Sie mal in den Shop gucken. Ja. Ja. Ich fahr gleich mal rechts rein, dann könnte ich auch mal reingucken. Und von irgendwas stimmt doch hier nicht, der zuckelt. Was ist denn hier los? Der Trecker? Ja. Warten Sie mal kurz. Halten Sie mal kurz an. Ich bin ja noch Kfz-Meister. Irgendwas.
Das kann ja auch gar nicht so stimmen. Was denn? Die Ketten sind zu stark gespannt, die müssen wir eigentlich schon fast blöcken. Deswegen zuckelt der auch so, weil die Ketten hier so stark gespannt sind. Egal, wir machen jetzt die Prüfung, sonst müssen sie noch länger warten. Ja. Aber warten Sie mal, steigen Sie nochmal aus. Sie können gerade mal, oder springen Sie gerade mal auf den Fahrersitz. Ja. So, dann düsen Sie mal los. Wohin? Kann es sein, dass Sie einen Warnblinker noch anhaben? Geradeaus. Jo. Tut Ihre Hand eigentlich nicht weh? Warum? Die sieht so angestrengt, angespannt aus. Nö. Okay. Und wie lange geht hier die Fahrstunde? Das Zuckeln, das. Aber ich muss mich daran erstmal gewöhnen, weil das so ein Gelenk in der Mitte hat. Ja. Also ich möchte das, ja nicht. Das ist anders lernst, als ein Auto oder ein LKW oder so einen normalen Verkehr zu fahren. Wenn, dann lernen Sie gleich richtig. Hier rechts, ja. Bitte. Hier muss man ja auch noch ein Stück ausholen, damit man hier vernünftig rumkommt. Haben Sie aber gerade noch an den Blinker gedacht. Ich habe es schon gemerkt. Ja, Sie hätten es ja auch ziemlich schwer erst gedacht. Und muss das man ist ja noch richtig. Wir mit dem Blinker setzen. Und wir so. Fahren die zweite links. Die zweite links? Ja. Wie die zweite links? Kommt hier ein Kreisverkehr raus? Nee, die zweite Straße, Kreuz, also die zweite also Abbiegung nach links. Nee, weil es hat gerade nach Kreisverkehr geklungen. Und ich wusste nicht, dass hier unten ein Kreisverkehr irgendwo ist. Warum starten Sie denn? Schon einen anstrengenden Tag gehabt? Hallo? Hallo? Hallo, warum schlafen Sie? Was? Warum schlafen Sie? Moment. Anstrengenden Tag gehabt oder was? Achso. Sie können doch nicht mitten auf der Straße halten ohne Warnblinker. Jetzt haben Sie es ganz schnell angemacht. Ja, ich wollte gerade wieder losfahren. Ach. Hat sich ausgemacht. Wo sind wir eigentlich hier? Sind Sie schon ab? Ah, nee, Sie sind noch nicht abgebogen. Ja, tut mir leid. Ja, ich bin seit und morgen um 6 Uhr Stress. Ah. Alles unterwegs in Ihrem Portsgebiet wahrscheinlich. Ja, organisieren und hier. Sie haben den Warnblinker, glaube ich, noch an. Nee. Nicht. Ich hatte den nicht an. Ich hatte den direkt eben ausgemacht, weil es ist losgefahren. Okay, aber ich fühle mich hier ziemlich sicher bei Ihnen. Ja. Haben Sie eigentlich genügend Geld für den Führerschein? Ja. Okay. Wie viel kostet der denn? Links. Also, die zweite links, hatte ich ja gesagt. Ja, ich habe ja auch gepinkt. Ja. Okay. Da das ein Sondergerät ist, bewegen wir uns bei 5.000. Ja, okay. Habe ich. Wo? Geradeaus weiter? Ja, wenn der Fahrlehrer exakt immer geradeaus. Ja. Auf Ihren Hof drauf, oder was? Ja, das wäre ganz geschickt. Jo. Aber hier ist ein schöner Trecker. Wo? Aber halt auch ein sehr teures Gerät. Ach, der hier, ja, der Case. So, wo soll ich? Einmal rechts rum. Rechts rum einmal fahren. Jo. So, dann parken Sie mal bitte noch rückwärts zwischen das Haus ein. Also da in die Einfahrt rein. Hier hinten am Hof, oder? Ja, da zwischen rein. Okay.
So. Moment, Kontrolle. Ah, wie stehen sie denn jetzt? Hier, hinten drin. Okay. Gut, dann fahren sie wieder raus. Ja, und dann? Fahren sie mal rechts rum. An der ersten Halle rechts vorbei. Und dann rückwärts an die Halle ran. Rückwärts hier in die Halle. Können Sie auf 1 oder 2 oder 3 zählen? Hier, ja, welche Halle denn? Hier an der vorbei. Die erste hatte ich gesagt. Das ist die da hinten mit den Toren. Gucken Sie mal in den Spiegel, da sehen Sie eine Sämaschine. Die hängen Sie mal bitte an.